Moin moin meine Lieben, hier die Tora hier und willkommen zurück bei Let's Play Dark Siders. Letzte Folge war sehr panikerregend, greifend und so weiter und so fort und ich... Nee, noch nicht, ich bin ja noch nicht da. Jetzt kommen wir glaube ich zum Bossfight. Ich möchte nicht, aber ich muss. Leider. Hallo! What the fuck? Wow! Okay, wir brauchen glaube ich unsere Spektralklinge. Wow, ja, das hat gesessen. Das hat gesessen. Nicht nachlassen. Ist er tot? Ich glaube, das hat ihn gar nicht gejuckt. Was ist das denn für ein Kampf? Okay, ich mache erstmal euch platt. Nein, 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 nein. Nicht. Wow. Ich will auch so ein cooles Pferd haben. Hau ab mit deinem Gaul. Mit deinem Esel. So, Kollege. Ja, das glaubst du vielleicht. Wow, ich habe das Pferd getötet. Das heißt, es gibt Lasagne, oder wie? Oh, der war böse, oder? Der war richtig böse. Och ja, Siggi, jetzt zwei von denen. Aber... Aha, aua, aua. Pass mal auf. Da, da habe ich aber was gegen. Wie ging das nun mal? Ah! Zah! Jetzt werdet ihr alle langsam sterben. Boah, diese Attacke ist einfach so overpowered. Zack, sind sie schon tot. Das ist so geil. Was ist denn das? What the fuck, Spiel? Okay, Naruto! Also wenn das jetzt hier schon so abgeht, dann möchte ich nicht wissen, boah, wie denn der letzte Endkampf sein soll. Also das hier ist ja bei weitem noch nicht der letzte Finisher. Der letzte Kampf, da kommt ja noch einiges an Kämpfen. Aua, der wollte uns aua machen. Fitsche! Okay, wir müssen uns mal eben kurz Leben holen. Geht her! Du schmeißt es aber nicht mit der Kiste. Aua! Dem kann man auch nicht so irgendwie so richtig ausweichen. Oder ich bin einfach zu langsam. Die ist cool, will ich auch sein. Finish him! Bam! Das nenne ich mal einen harten Finisher. So, mehr habt ihr nicht drauf. War's das? Oh, scheint so, wa? Mehr haben sie nicht zu bieten?
Du siehst von hier oben ziemlich klein aus. Du kannst mir in die Augen sehen, wenn ich dich töte. Mal sehen, wie weit du kommst, Reiter. Mit nur zwei Beinen, die dich tragen. Technisch gesehen habe ich drei Beine. Was bist du überhaupt für einer? Wow, ausweichen! Wer bist du und was willst du? Und warum hast du ein cooles Pferd? Und ich nicht. Wow, das Vieh kann nach hinten treten. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Boah, der tritt wieder. Hahaha, so nicht. Finish it. Wow. Kann man überhaupt more badass sein als Krieg? Ist das überhaupt möglich? Noch cooler zu sein? Ich glaube nicht. Ah, what the fuck? Wie viel Damage macht er? Wow. Kollege, ich muss mir mal gerade eben irgendwo Leben holen. Da ist Leben. Ich komme sofort wieder. Warte mal kurz. Ich bin... Wow. Bin jetzt wieder da. Wo bist du? Da bist du. Aua. Aua. Okay. Alter, der macht so viel Schaden. Okay. Wenn du es nicht anders haben willst, dann mach mal so. Und das war's schon. Alter, 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 alter. Pferd. Was ist denn mit dir los, Pferd? Taucht das jetzt hier? Oh. Was zum Teufel machst du? Das Ding hat den Verstand verloren. Töte es! Oh. Das reicht, sage ich. Erledige den Gaul! Ruin. Ich kämpfe nicht gegen dich. What? Du Narr! Ich befehle dir diesen Klepper zu! Und wenn nicht, bringst du mich dann um. Darauf lasse ich es ankommen. Seid ihr nicht gut unterhalten? Wir können uns nicht alle töten. Are you not entertained? Das wäre in Englisch viel geiler rübergekommen. Und Alter, what the fuck? Ruin! Krieg und Ruin sind wieder vereint. Während Krieg auf Ruin reitet, werden seine Schwertangriffe sehr mächtig. Drücken Sie LB plus RB, um Ruin zu rufen, beziehungsweise vorzuschicken. Wir haben ein Pferd! Wir haben ein fucking Pferd! Und
zu viel Epicness und Badass für mich. Ich kann es nicht verarbeiten. Ich hab ein Pferd. Ja, sterbt. Was wollt ihr tun? Ja. Das ist so geil. Wenn ich jetzt eine Facecam an hätte, ich wäre durchgehend am Grinsen. Also ihr könntet sehen, wie ich durchgehend am Grinsen wäre. Das ist so awesome. Wir haben ein verdammtes Pferd. Ein sehr gutes Pferd. Was wir in einer noch epischeren, cooleren Szene bekommen haben. Alter, das Ding macht uns ja unsterblich. Ah, guck mal. Wir können abhauen. Dass ihr wieder zusammen seid, treibt mir eine kleine Träne ins Auge. Können wir jetzt gehen? Dieses schmutzige Vieh ist vielleicht deine einzige Hoffnung, den Stygian zu finden. Sag noch einmal schmutziges Vieh. Und du bist erledigt. Was ist das da oben für eine neue Anzeige mit diesen... mit diesen fünf orangenen Punkten? Hat das irgendwas zu bedeuten? Vielleicht sind das die Lebenspunkte von Ruin. Zack! Na, komm schon. Aua. Was mich ja mal interessieren würde, ob wir uns auf Ruin, während wir auf ihm drauf sitzen, in Naruto verwandeln können. Vielleicht wird das Pferd dann auch zu Naruto. Wobei das ja eigentlich schon... Alter, Pferd! Naruto genug ist. So. Die Kiste wollte ich haben. Wir haben auch schon wieder 5000 Seelen. Ich dachte ja immer, also wir werden ja nach Darksiders 1 wird ja auch noch Darksiders 2 kommen. Und ich dachte, man hat nur in Darksiders 2 ein Pferd. Aber bin ich jetzt wohl eines Besseren belehrt worden. Okay, jetzt muss ich mal kurz auf die Map gucken. Wie sind da? Wenn wir hier hochgehen, dann kommen wir da. Na. Okay. Und wenn wir da lang gehen, kommen wir dahin, wo wir hin sollen. Also gehen wir erstmal hoch. Wow. Ach, hier? Hier können wir nicht mit dem Pferd lang. Alles klar. Es gibt also nur bestimmte Bereiche. Für dort Pferdchen. Gibt es denn hier oben überhaupt irgendwas? Bei meinem Glück nicht. Da unten ist Leben. Ach, hier waren wir doch schon. Hier war doch... Ah, sieh mal einer an. Hier war es... hier war der Spawnkill. Noobtube. Leute, das Zeichen von dem Pferd da oben ist jetzt auch so ausgegraut. Okay, daran kann man also erkennen, ob man das Pferdchen rufen kann oder nicht. Jetzt sollte es eigentlich wieder... Ja. Da ist es wieder vorbig geworden. So. Wurmi. Was willst du jetzt tun, ne? Was willst du jetzt tun? Bei einer kurzen Zeit von Ruin schneller beschleunigen. Okay. RB zum Stürmen. Wie mache ich dem Schaden? Ich verstehe nicht, wie ich ihm Schaden mache. Wow!
unmittelbar bevor es dich erwischt hat, hat in seinem Maul etwas aufgeleuchtet. Aha. Lass mich raten, das Ding muss ich irgendwie treffen. Okay, ich glaube ich... Nein, so funktioniert's nicht. What the fuck? Wie funktioniert das? Wie funktioniert dieser Boss hier? Ich verstehe es nicht. So, komm noch mal raus. Also ich mach diesen Angriff hier, mache ich in sein Maul rein. Aber das bringt nichts. Das bringt nichts. Aha, verstanden. Ich hab's verstanden. Ja, dann komm, Wurm. Ja, man muss den mit der Pistole in seinen Mund reinschießen und dann mit RB ausweichen, damit er einen nicht kriegt. Wow, was hat er jetzt gemacht? Komm raus. Boah, das ist aber... Das ist gar nicht mal so einfach. Nein, verdammt. Zu spät. Okay, letzter Streckenpunkt. Ich mach mal hier einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das Vieh hier besiegt habe. Habe ich es geschafft? Oh, ich glaube, jetzt muss ich... Hin und B drücken. Nein, ich brauche das Pferdchen. Bam! Gut gemacht. Aber das war nur ein Vorgeschmack auf den Stygian. Er ist der größte und böseste von denen. Ach, kein Problem mit unserem Pferdchen hier. Da moch ich dort. Ah, guck mal, hier kann man es wieder nicht benutzen. Okay. Ach, hier liegen wieder die Kanonen rum. Und da kommen auch schon Gegner. Bam! Wenn wir schon so eine Kanone bekommen, ne? Warum nicht benutzen? Boah, der da hinter mir nervt gerade. Oh, wir sind jetzt tot. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wie die durch die Gegend fliegen, ich finde das immer noch awesome. Hui! Bam!
Jo, das ist alles und du bist tot. Guck mal da. Ah, da ist Leben. Wow. Hi. Oh, jetzt kommt da. Oh, da kommt so einer. Das ist aber gar nicht cool. Das ist so nicht cool. Geh weg. Oh, der ist schon tot. War ja gar nicht so schwer. Jo, Mensch. So, aber du da oben lebst immer noch. Zack. Da kommen schon wieder welche. Wo kommt die denn alle her? Wenn ich ihr wäre, dann hätte ich mich ja schon lange verkrümelt. Ich habe ja euren komischen Anführer oder was das da ist getötet. Warum greift ihr mich also immer noch an? Das ist doch voll Banane. Wie die einfach keine Chance haben. So. Tong, tong, tong. Tong, 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 tong. Sind die Dinger zielsuchend? Ich glaube, die sind zielsuchend. So. Einmal das Leben mitnehmen, einmal die Seelen hier mitnehmen. Da kommen schon wieder neue. Zack. Euch mache ich schnell so platt. Einfach weil es angenehmer ist. Finde ich schön. Okay, und jetzt schnell, schnell, schnell. So. Ich komme mit der Steuerung immer so ein bisschen durch. Oh. Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich bin voll zurückgezuckt. Ich habe gedacht, der springt mir ins Gesicht rein. Und er hat sich gedacht, nein, töte mich nicht. Aber dann habe ich ihn getötet. Dann war er traurig. Ich hätte die Waffe hier gerne permanent. So dass wir die so einfach immer mitnehmen können. Das wäre sehr angenehm. Lalala, lalala, lalala. So. Mehr habt ihr nicht drauf? Zack. Nix könnt ihr, nix. So. Das waren jetzt aber alle, ja? Bitte. Ich möchte nicht gegen noch mehr kämpfen. Ah, guck mal, Wasser. Wir schweben in der Luft. Unglaublich. Hui. So. Gibt's denn hier unten irgendwas? Guck mal, das hier sieht doch schon mal sehr verdächtig aus. Aha. Du entdeckt. Ja, ja, Artefaktsoldat. Haben wir noch nie gefunden. Der Entdeckertrieb lohnt sich. Immer wieder. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Hier hoch. Oder kommen wir von hier? Ne, wir kommen von da. Oh. Hi. Alles gut bei euch? Finish. Finish. Yeah.
Krieg wäre, glaube ich, nicht so ein guter Chiropraktiker. Und warum kann ich hier eigentlich mein Pferd nicht rufen? So finde ich ein bisschen gemein. Ich will mal gerade... Hui! Weil wir die Sense so wenig benutzen. Spielen wir jetzt einfach mal ein bisschen mit der. Ja, das sind hier die leichten Gegner. Da kann man sowas machen. Da kann man einfach mal mit der Sense drauf schmetzen. Die ist auch schon cool. Die hat schon was. Ah, guck mal, da ist eine Wulgrim-Position. Gibt sich auch mal wieder Wulgrim. Na du? Sei gegrüßt. Moin. Was hast du denn Schickes? Fluch. Generiert auf natürliche Weise mit der Zeit Zorn. Okay. Okay, okay, okay. Besessenheit. Okay, braucht man nicht Besessenheit. Klingen die Heimsuchung. Stufe 2. Her damit. Bist so weise, wie du mächtig bist. Das Ding ist so overpowered, das bringen wir direkt auf Stufe 2. So. RB plus X benutze ich eigentlich nie. LT nach unten plus X schon mal öfters. Du bist äußerst geschickt, mein Freund. Ja, 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 ja. Was haben wir denn hier noch so? Harpunenangriff benutzen wir nie. Kraftschlag, RB plus X. Komm, leveln wir den einfach nochmal. RB plus X. Ach, der war das. Ach, und das ist die, die wir gerade gelevelt haben. Das machen wir ja eigentlich doch schon öfters. Wenn ich so Button-Smashing mache. Okay, ich würde aber sagen, da das hier wieder sehr stark nach Bosskampf aussieht, da im Hintergrund sieht man schon so ein Würmchen. Der sieht aber irgendwie auch normal aus. Ja, auf jeden Fall, bevor wir uns jetzt hier in den Bosskampf stürzen, da sieht man auch schon kleine Gegner, mache ich hier mal einen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Morgen oder so geht's weiter. Haut rein, Leute.